Sie wissen ja vielleicht, dass es in den letzten Tagen einige Schwierigkeiten um das korrekte Programm gegeben hat, weil es in den letzten Tagen so viel geschneit hat, was für die Skitouristen, für die Urlauber herrlich ist. Dieses Wetter mit viel Schnee macht den Veranstaltern große Schwierigkeiten. Und aus diesem Grund ist auch erst vor 5 Minuten der Zeitlauf, der vor der heutigen Abfahrt angesetzt war, zu Ende gegangen. Während Sie hier die Bilder des herrlichen Kitzbüheler Panoramas sehen, informiere ich Sie rasch darüber, was sich im Programmablauf abspielt. Heute in der Früh um 8 Uhr hat die Jury entschieden, dass doch heute die Abfahrt stattfindet. Die Kitzbüheler hatten das Glück, dass sie in eine Art Schönwetterloch hineingekommen sind. Zwar droht schon wieder Schlechtwetter, aber jetzt geht es gerade noch ideale Verhältnisse, besonders vorher beim Trainingslauf. Weil die Jury also beschloss, dass heute doch Abfahrt gefahren wird, musste vorher ein Trainingslauf, ein gestoppter Trainingslauf stattfinden, da es bisher zu wenig Möglichkeiten für das Training in den letzten Tagen gegeben hatte. Und dieser Trainingslauf musste mehrmals unterbrochen werden, da Neuschnee, der in der Nacht gefallen war, an einigen heiklen Stellen der Pisten in den Kurven sehr schwierige Verhältnisse geschaffen hatte. Die Piste musste immer wieder nach einigen schweren Stürzen neu präpariert werden. Und wie gesagt, erst vor 6, 7 Minuten ging dieser Zeitlauf zu Ende. Ich darf Ihnen gleich zu Beginn unserer Übertragung unseren Co-Kommentator Uli Spies vorstellen. Der österreichische Rennläufer, der ja, wie Sie wissen, verletzt ist, kennt die Streif sehr gut, er ist einige Male hier gefallen und wird aus seiner fachlichen Sicht heute zu den interessanten Passagen sprechen, die wir wieder einblenden. Willkommen, Uli Spies, Sie kennen ja die Streif, glaube ich, besonders gut. Ja, die Streif ist für mich immer eine spezielle Herausforderung gewesen und wenn ich schon von Weitem bei der Anreise nach Kitzbühel den Starthang sehe, dann geht es mir immer kalt über den Buckel. So schön ist diese Abfahrt. Und so wie Uli Spies dürfte es auch den anderen Rennläufern gehen, die oben am Start stehen. Hier haben wir die Live-Einblendung vom Start. Wir sehen Cheftrainer Charlie Kahl. Es ist noch nicht ganz sicher, ob das Rennen pünktlich beginnen wird. Naja, es hat in der Nacht geschneit und es sind doch sehr viele Leute zum Pistenpräparieren hin, aber die Strafe ist eine sehr schwierige Abfahrt. Und man muss eben diesen Neuschnee aus den Mulden herausgeben, sonst wird es sehr gefährlich. Es waren viele Stürze, an welcher Stelle? Na, es waren circa 10 Stürze und zwar unter der Hausbergkante und dort ist natürlich ein Sturz nicht so angenehm, speziell nicht, wenn er auf Pistenverhältnisse zurückzuführen ist. Gibt es eine Startverschiebung? Na, momentan gibt es noch keine Startverschiebung, es bleibt immer noch bei 12.30 Uhr, aber ich glaube, es wird sich nicht ausgehen. Die Rennjury möchte selbstverständlich das Rennen pünktlich beginnen, deshalb, weil sich ein Schlechtwetterfront wieder nähert. Man befürchtet, dass es zu schneien beginnen könnte. Daher will man also unbedingt um 12.30 Uhr starten. Uli Spies, was spielt sich ab bei so einem Vorbereitung in den letzten Minuten hier am Start? Hier mit den Amerikanern viel mehr, oder ist es Steve? Selbst Uli Spies weiß das nicht ganz genau, aber bitte, was spielt sich hier ab? Ja, jetzt werden dann die Läufer mit den vorderen Nummern schon ganz konzentriert irgendwo stehen, sich noch einmal die Piste vor dem inneren Auge ablaufen lassen, um ja keinen Fehler zu machen und alle schwierigen Stellen noch einmal genau zu studieren. Die Stürze, die Cheftrainer Charlie Carr gerade beim Live-Interview von der Start Position gesprochen hat, hat leider auch einige Österreicher betroffen, oder besser gesagt 3 Österreicher, 2 Vorläufer sind gestürzt, und zwar unter anderem aber auch schwer der junge Guido Hinterseher, er musste mit dem Akia abtransportiert werden, aber dann hat sich zum Glück herausgestellt, dass er nur Prellungen hat und er will beim Rennen sogar wieder als Vorläufer starten. Alle Achtung vor dem Mut dieses Burschen, der ja anfangs ganz schön geschockt war. Es stürzte weiter Hans N. ebenfalls am Hausberg und Sepp Walcher allerdings schon war das bei der Ausfahrt vom Steilhang. Hier haben wir den Mann, der die Schlagzeilen macht in Kitzbühel, nämlich Ingemar Stenmark. Und es wird Sie sicherlich interessieren, Stenmark, der heute zum ersten Mal eine Abfahrt bestreitet. Wie hat Stenmark abgeschnitten? Ich sag's Ihnen gleich, belauschen wir vielleicht, lasst der schweigsame Ingemar Stenmark einige Worte aus. Und jetzt kommen die Zahlen der Teilnehmenden Nationen. Nations participating. Ja,
es schaut nicht so aus. Sehr gesprächig war Ingemar Stenmark nie, aber seine Zeit, die wird Sie sicherlich interessieren. Er hatte genau Rückstand von 10 Sekunden auf den schnellsten auf Doug Powell und das, glaube ich, ist beachtlich, Uli. Ja, das ist eine sehr tolle Leistung, wenn man weiß, dass er ja da wirklich nicht oft heruntergefahren ist vorher. Und ich glaube, wenn er da nur halbwegs gut über die Piste kommt, macht er sicher seine erwünschten Kombinationspunkte. Den Grund, Uli Spies hat es gerade angesprochen, den Grund, warum Stenmark das Rennen hier in der Abfahrt zum ersten Mal aufnimmt, ist der, dass es hier Kombinationspunkte gibt, zusammen mit dem Slalom, der am letzten Dienstag in Oberstaufen stattgefunden hat. Favoriten für die Kombination sind viel mehr und der Österreicher Hans N. Die österreichische Mannschaft besteht aus 10 Läufern und 6 davon sind in der ersten Gruppe. Wenn man bedenkt, dass Uli Spies und Leonhard Stock auch noch in der ersten Gruppe wären, dann kann man sich erst die Breite der Österreicher, natürlich bildlich gesprochen, in der Abfahrt vorstellen. Da redet gerade der Franz Klammer mit dem Ingemar Stenmark und mit dem Hermann Nogler, dem Trainer vom Ingemar. Er wird ihm vielleicht noch die letzten Instruktionen geben. Sehr lockere Stimmung am Start. Aber ich muss sehen, leider das Wetter verschlechtert sich. Es trübt ein und das würde bedeuten, dass die Sicht wesentlich schlechter wäre. Ja, das könnte sich auch auf die Zeit auswirken. Wir haben vorher von einem eventuellen Streckenrekord gesprochen, aber wenn die Sicht so schlecht ist, dann wird der wahrscheinlich nicht fallen. Weil da müsste optimale Sicht sein, um alle Bodenwellen durchdrücken zu können. Die muss man unbedingt sehen. Sind das die üblichen Aufwärmübungen, die Franz Klammer gerade gezeigt hat? Ja, man macht viel Gymnastik am Start, teils auch um die Muskeln zu dehnen, aufzuwärmen und auch um die Nervosität zu vertreiben. Ist es nicht gefährlich für einen Mann wie Ingemar Stenmark, der das Gefühl für das Tempo ja nicht so kennt, obwohl es im Riesenslalom auch ganz schön dahin geht, sein erstes Rennen auf der schwersten Abfahrtsstrecke der Welt zu bestreiten? Ja, das verlangt noch mehr Hochachtung vor seinem Können und vor seinem Mut. Ich hätte mir nicht gedacht, dass er nach seinem schweren Sturz im Herbst ausgerechnet die Streif als erste Strecke für ein Abfahrtsrennen auserwählt. Hier haben wir die Rennläufer mit den Firmen betreuen, Charlie Carr, Peter Wirnsberger. Übrigens, heute ist Peter Wirnsberger nicht allein, es gibt ein Familientreffen auf der Streif. Peters Bruder Jörg Wirnsberger, der zu keinem ÖSV-Kader gehört, wurde noch im letzten Augenblick nachgenannt, und zwar für den verletzten Erwin Resch. Am Start ist gerade die Ergebnisliste vom Zeitlauf eingetroffen. Franz Klammer und Karl studieren Sie. Wie immer gibt es unzählige Ehrengäste hier beim Kitzbühler-Hanningkamm-Rennen, das ja die Atmosphäre einer kleinen Weltmeisterschaft hat. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, hier im herrlichen Kitzbühel beim Hanningkamm-Rennen. Unser Gruß gilt ganz besonders den Sportlern, die aus so vielen Ländern hierher gekommen sind. Wir alle hoffen, ein gutes Sportereignis hier in Kitzbühel miterleben zu dürfen. Und damit diese Hoffnung in Erfüllung geht, in diesem Sinne erkläre ich die Veranstaltung für eröffnet. Minister Fred Sinowatz in Erfüllung gehen. Es sind übrigens nicht nur prominente Politiker und Spitzenleute aus der Gesellschaft, aus der Industrie hier, sondern auch ganz berühmte ehemalige Skirennläufer wie Anderl Molterer, der eigens aus Amerika zurückgekommen ist, Toni Seiler natürlich, er wohnt ja hier, dann Christian Prafter in Engelheimat, dann habe ich die früheren Sieger Karl Schanz gesehen, Roland Colombin. Auch Russi ist da und Ferstl, der ebenso verletzt ist, der zu jenem kleinen Kreis der unglücklichen Läufer zählt, die in diesem Jahr nicht starten können.
Die Veranstalter hatten ursprünglich befürchtet, dass das ewige Hin und Her um die Programmfolge dem Besuch sehr schaden würde. Es sind sicherlich nicht ganz so viele Leute wie in den besten Zeiten, als Franz Klammer damals im Jahr 76 geradezu eine Hysterie auslöste. Aber immerhin, die Abfahrt ist wieder sehr gut besucht. Peter Müller führt nach wie vor im Gesamtklassement des Weltcups vor viel mehr. Ingemar Stenmark, Podborski und Wenzel und der bestplatzierte Österreicher ist Hans N., der heute ziemlich sicher Kombinationspunkte machen will. Allgemein gilt viel mehr aus den Vereinigten Staaten und an die Wenzel vielleicht auch noch, natürlich auch Stenmark als die drei Läufer, die den Weltcup letztlich untereinander ausmachen werden. Die Abfahrer werden ja dann im Verlauf der weiteren Saison zurückfallen, da gegen Ende der Saison hauptsächlich Slaloms und Riesenslaloms auf dem Programm stehen. Ja, jetzt schaut es aus, als ob es am Start langsam ernst würde. Die ziehen schon langsam die Ski an und hoffentlich, wir können nur hoffen, dass die pünktlich starten werden. Wie viel Paar Ski hat jeder Rennläufer mit am Start? Ja, das hängt auch vom Wetter ab. Das ist der Peter Müller, der sich gerade aufwärmt. Schaut sehr konzentriert rein. Peter Müller hat ja in seiner Sammlung schon viele Siege, allerdings Kitzbühel fehlt ihm noch. Ja, es ist ja interessant, dass kein Läufer, der hier zum ersten Mal fährt, das gilt natürlich nicht für Peter Müller, gewinnen konnte. Ja, das dürfte wirklich auf die Schwierigkeit der Piste zurückzuführen sein. Wenn man hier das erste Mal trainiert und dann im Rennen startet, ist es fast unmöglich, auf das Rennen hin bereits die Ideallinie zu fahren. Steve Podborski ist der einzige Rennläufer, der in diesem Winter zwei Rennen gewinnen konnte. Daher führt er auch im Weltcup. Und die drei Erstplatzierten, nämlich Podborski, Neirather und Peter Müller, das sind die, die im Grunde in den letzten Rennen immer die Spitzenplätze untereinander ausgemacht haben. Allerdings sind, wie gesagt, Spitzenleute wie Uli Spies, wie Leonhard Stock, wie Sepp Fernstl nicht dabei. Man sieht den Harti Weirat am Start. Er konzentriert sich gerade noch und er kriegt die Ski eingestellt. Wahrscheinlich wird man da so knapp vor Beginn des Rennens äußerst ungern angesprochen. Ja, es hängt davon ab, von wem, wenn es ein Teamkollege ist und der ihm noch was Gutes wünscht oder als Servicemann bzw. ein Trainer mit letzten Tipps, dann ist es schon recht. Aber umstehende Leute, die schaut man gar nicht an, die ignoriert man. Man muss sich voll und ganz auf die Piste konzentrieren. Der Startraum ist natürlich abgesperrt, ein unbefugter Tourist könnte ja kaum herein. Harti Weirather, den wir hier noch sehen, der sich völlig konzentriert. Sein Stern ging ja im Vorjahr hier in Kitzbühel auf, als er Zweiter wurde hinter Ken Reed. Harti Weirather dürfte gut informiert worden sein. Sie haben gerade gehört, er hat gesagt, in 10 Minuten der Start. Das heißt, wir haben eine Verschiebung um rund 10 Minuten. Jetzt wird die Situation im Startbereich langsam zum Zerreißen. Die Nervosität steigt bis zum Höhepunkt. Das ist ein paar Minuten vor dem Start immer so. Und dann geht man hinein in das Starthaus und sobald der erste Stockschub getan ist, dann ist die Nervosität eigentlich weg. Wie ein gereizter Löwe geht dieser Rennläufer im roten Anzug herum. Wer ist denn das? Das ist der Steve Podborski. Steve Podborski muss ja heute auch als Favorit gelten nach seinen zwei Siegen in St. Moritz und Garmisch-Partenkirchen. Er hat sich sicher einiges vorgenommen. Er dürfte in der Form seines Lebens sein, nach diesen zwei Siegen auch noch mit viel Selbstvertrauen ausgestattet. So, hier haben wir jetzt die Startliste. Wie gesagt, 6 Österreicher in der Gruppe 1, Nummer 3 Weirather, 5 Klammer, der jetzt offiziell zum ersten Mal wieder in der Gruppe 1 startet, dann 8 Wirtsberger, 9 Pfaffenbichler, der in die erste Gruppe hineingerutscht ist, weil zwei Läufer ausgefallen sind, nämlich der Schweizer Josi und den Österreicher Erwin Resch, dann 10 Werner Grissmann, das sind die Österreicher unter den ersten 10. Mit 12 folgt dann noch Selb Balcher, das sind die 6 Österreicher, die wir in der ersten Gruppe haben.
Nummer 11, Steve Podborski. Wir bekommen die Reihung gleich eingeblendet. Ein bisschen härter hier drüben, dass wieder ein Jingle. Okay. Ja. 12, Walcher. Uli kann die, ja, und hier haben wir Stenmark, das ist ganz wichtig. Nummer 19, Ingemar Stenmark. Ich erinnere mich an Zeiten, als die Zuschauer hier in Kitzbühel warteten auf Aga Khan, der eine Art Hobby-Skirennläufer war, auf Rudi Seiler, der als Bruder des berühmten Toni Seiler hier unbedingt gesehen werden wollte. Aber diesmal hat Stenmark den großen Vorteil, dass er mit Nummer 18 starten darf, weil er schon in anderen Disziplinen so viele Punkte hat. Verschiedene Sportler reagieren ja beim Start völlig unterschiedlich. Der eine gibt sich locker, der andere ist abgeschlossen. Ja, es ist sicher jeder nervös. Der eine macht nur einen Schmäh, um diese Nervosität zu überspielen. Der andere kapselt sich ab. Hören wir mal zu, was Hermann Nogler mit Hans N. zu sprechen hat. Ja, er erklärt gerade den Grund seines Sturzes und das dürfte doch ein bisschen Neuschnee an der Ausfahrt Hausbergkante gewesen sein. Dieser Neuschnee, der wie gesagt für die Urlauber einen Segen bedeutet, der hat den Pistenpräparatoren einige Schwierigkeiten gemacht und wir haben deshalb, ich habe es Ihnen schon gesagt, einige Stürze erleben müssen im Zeitlauf, der heute Vormittag absolviert werden musste. Ja, jetzt müssen wir beten, dass es nicht zu schneien beginnt, weil die Sicht würde dann sehr schlecht werden. Das ist besonders. Ja, ich höre gerade, dass der erste Vorläufer gestartet ist. Das würde bedeuten, dass das Rennen beginnt. Ja, der Werner zieht auch schon seine Ski an. Das heißt, dass wirklich jetzt das ernst wird. Und er wird noch seine letzten Vorbereitungen treffen. Ich kann mir gut vorstellen, wie es in ihm ausschaut. Und ich hoffe, dass es ihm gut geht. Es gab ja in der letzten Zeit viele Diskussionen über Bindungen, die sich öffneten oder auch nicht öffneten. Es ist wahrscheinlich sehr schwer, eine Bindung richtig einzustellen für die Bedürfnisse des Abfahrtsrennlaufs. Der Hansi N., unser Artist in der Mannschaft, macht da noch ein paar Beinschwünge. Und wir zeigen Ihnen jetzt den Sturz von Vorläufer Guido Hinterseher. Ja, er springt da über die Welle nach der Hausbergkante und da hat sie ihm eindeutig den Talski gefangen und er macht einen Bauchfleck. Er dürfte also mit dem rechten Ski in tieferen Schnee gekommen sein, stürzt schwer bis hinunter an die Strohballen. Ja, er überschlagt ihn da ganz nett. Die Ski sind Gott sei Dank weit weg, die können ihn nicht erwischen. Ja, die haben sich ideal sofort gelöst, die Ski. So wie es ja sein sollte. Ich muss noch erwähnen, falls ich es nicht deutlich genug gesagt habe, diese Aufnahme stammt vom Vormittagstrainingslauf, als Hinterseher Vorläufer war. Das ist Andi Wenzel. Eine zusätzliche Belastung für die Läufer am Start ist jetzt natürlich, dass sie sehen, dass die Sicht immer schlechter wird, dass es eventuell wirklich zu schneien beginnen könnte und das erhöht ungemein die nervliche Anspannung. Man hatte ja ursprünglich sogar damit spekuliert, heute den Slalom durchzuführen und die Abfahrt morgen. Aber es war, wie ich schon gesagt habe, ein richtiges Schönwetter noch und man hat gesagt, lieber die Abfahrt durchbringen. Ja, man sieht selbst, die Sicht dürfte nicht sehr gut sein. Die Strecke liegt jetzt schon total im Schatten. Am Vormittag gab es noch Sonne. Ja, und gerade im herunteren Teil, ab der Hausbergkante, sind ja die Absperrungen und die Bäume sehr weit weg vom Streckenrand. Also ist das alles grau in grau, man sieht keine Bodenwellen mehr. Hier sieht man ganz deutlich den langen Zielhang. Ganz links oben haben Sie im Bild die Hausbergkante. Dann geht es mit einem Linksschwung in den Zielhang. Hier erreicht man die höchsten Geschwindigkeiten. Ja, es sind hier schon Geschwindigkeiten bis knapp 130 gestoppt worden. Das ist am Ende dieses steilen Schusses, wo man dann kurz verschwindet und dann wieder auftaucht. Dort ist es auch wichtig, in der Abfahrtshocke zu bleiben, um möglichst viel Schwung dann für die letzten 200-300 Meter ins Ziel mitzunehmen. Wir sind jetzt wieder im Zielraum. Kein Rennen der Welt wird von Journalisten so gestürmt wie das Hanningkam-Rennen. Es gibt eine Anzahl von Akkreditierungen, die oft höher ist als die bei Weltmeisterschaften. Kitzbühel ist einfach die heimliche Skiweltmeisterschaft. Das war der
Christian Leitner, aber auch der Am Start steht Valeri Zyuganov aus der Sowjetunion. Das Rennen beginnt. Valeri Zyuganov war einmal unter den ersten 10. So, und jetzt dürfte jeden Augenblick die Abfahrt beginnen. Valeri Zyuganov. Er kommt jetzt auf die Mausfalle, das ist der Linksschwung, jetzt muss er springen, springt eh weit hinunter. Die Einfahrt zur Mausefalle dürfte heute direkter gesteckt sein. Ja, das bewirkt, dass man schneller hinkommt. Steilhang. Steilhang Einfahrt, recht gut gefahren. Und da muss er früh umsetzen und möglichst hoch hinauskommen, damit er viel Schwung auf den Brückenschuss mitnimmt. Hier muss er also schnell hinausfahren. Ja, soll möglichst hoch am Hang bleiben. Und jetzt erscheint der Läufer live bei uns im Bild am Oberhausberg. Eins. Schwierig mit der Skiführung, das verreißt den Läufern hier die Ski. Achtung auf die erste Endzeit. 2:7:32. Ja, das ist immerhin 4 Sekunden langsamer als die Trainingsbestzeit. Zyuganov ist an und für sich ein guter Läufer, aber wir müssen schon auf die nächsten warten, weil man weiß nicht, wie gut er alle Passagen erwischt hat. Ich würde vorschlagen, dass wir beim Läufer mit der Nummer 2, bei Dave Murray, mal genau den Steilhang beobachten und erklären, was dort wichtig ist. Dave Murray aus Kanada. Sprung in die Mausefalle. Unglaublich. Jetzt kommt dann die Rechtskurve, die auf den Steilhang hinführt und eine scharfe Linkskurve in den Steilhang hinein. Und dann muss der Läufer schnell umsetzen, das heißt den Belastungswechsel auf dem Talski schnell schaffen und möglichst hoch am Hang aus dieser Passage hinaus. Man hört es am Kantengeräusch, wie hart es dort ist. Ja, der Steilhang ist immer vereist, das ist für den Läufer sehr schwierig. 41,85, Rückstand von Dave Murray, also Zyuganov dürfte schnell gewesen sein. So, jetzt kommt sie den ganz steilen Zielhang. Ja, er fährt da eigentlich nicht viel in der Hocke, er sieht wahrscheinlich gar nichts und da ist es unheimlich schwierig, unten zu bleiben. Ja, und die letzten Meter, die ziehen sich, man glaubt schon immer, dass man im Ziel ist, Dave Murray. 2:8:58. So, und jetzt wird es für uns spannend, am Start steht Harti Weirater. Ein großartiger Techniker und geradezu prädestiniert für diese schwere Strecke. So, jetzt mach's gut. Ein explosiver Start wie immer. Man springt hier ins Leere, man sieht nicht, wohin es geht. Er hat kurz korrigiert, vorher hat er aber sehr gut erwischt, ist sogar in die Hocke gegangen, das ist ganz toll. Hat diese Kurve gut erwischt, noch einmal in die Hocke, er kämpft um jeden Meter und jede Sekunde. Das war da sehr sauber. Jetzt geht es in den sogenannten Brückenschuss, den wir nicht sehen, das ist ein langes Gleitstück und kommt jetzt live in unser Bild. Oh, jetzt hat er Schwierigkeiten gehabt, aber er hat es sehr gut korrigiert, war kurz am Innenski. Hier ist es ein bisschen Spiel, tief herum. Wir ganz am Außenski stehen. Ja, da kann er auch nicht, wohl jetzt geht's. Jetzt ist er schon in der Hocke, das bringt Zeit. Jetzt muss er tief gute drinnen bleiben. Hocke, gute Hocke. 4, 5, 6, natürlich Bestzeit. 2:5:83. Oh, das war aufregend. Bravo, Harti, das war super. Ja, ich hoffe, dass wir im Verlauf dieses Rennens noch einige Male Gelegenheit haben werden, so die Daumen zu drücken und so zu freuen. Harti Weirater. Er schimpft zwar, vielleicht wegen der
Und hinter ihm seine Anhänger, die mit einem Transparent, das freut einen sehr, glaube ich. Ja, das ist schon eine Motivation. Michael Veit ist eigentlich im heurigen Jahr viel schuldig geblieben. Ich glaube, im Training fällt ihm sein Partner Sepp Ferstl, weil einer allein bzw. zwei ist doch ein bisschen wenig, um sich gegenseitig weiterzutreiben. Wenn da ein zweiter gleich starker Partner ist, dann kann man sich doch mehr anspornen. Ich stelle fest, dass man an der Hausbaukante heuer wirklich nicht so weit springt. Dürfte sehr viel Schnee da oben sein. Aber wie gesagt, der ist nicht unbedingt ein Vorteil, weil ja die Piste dadurch schwer zu präparieren war. Nein, nein, 2, 8, 52, das ist der dritte Rang und die Reihung schaut so aus. Weirater, Zigarloff, Veit, Murray. Und wir warten auf Franz Klammer. Franz Klammer darf nach der neuen FIS-Rangliste wieder in die erste Gruppe. Franz Klammer, dreifacher Abfahrtsieger von Kitzbühel. Ja, da geht es sehr gerade auf die Mausfalle, da kommt man mit viel Tempo hin. Es ist da wirklich sehr schnell. Man muss gut springen können. Die Kurven sind sehr schwierig zu fahren, muss man am Dalschi bleiben. Der Franz war jetzt ein bisschen weit unten. Da zaubert er auch, aber das ist ja seine alte Manier. Das heißt, man kann bei ihm gar nicht sagen, ob er schnell war oder nicht, wenn man Nein, das kann man beim Franz nicht beurteilen, weil er hat das Wir immer gekannt. Wir werden es gleich wissen bei der Zwischenzeit. Aus den schwierigen Situationen auf das Beste zu holen. 1:41:50. Er wird dann nicht zufrieden sein. Ja, aber sowas kann man auch hier unten nicht mehr aufholen, so ein Rückstand. Nein, das ist nicht mehr aufzuholen. Da kann er hier unten ruhig Bestzeit fahren, aber so viel kann er unmöglich aufholen. Ja, die Ski sind offenbar schon sehr schwierig zu führen, die Sicht ist schlecht. Ja, das Kriterium in diesem steilen Hang wäre eben vorne bleiben in der Hockey, aber bei der Sicht ist unmöglich. 2:08:57, der vierte Rang und sicherlich für Franz Klammer eine Riesenenttäuschung. Ja, er war sicher, dass er das besser kann. Toni Bürgler aus Rittenbach in der Zentralschweiz. Ist es eine Überwindung, eigentlich hier ins Leere springen zu müssen? Nein, weil mit dem Training probiert man es ja, aber das war jetzt sehr viel Glück für Toni Bürgler. Es hat ihm nach der Mausfalle am Flachen den Ski gefangen und er beinahe gestürzt. Was heißt das in der Rennfahrersprache, den Ski gefangen? Die Innenkante bleibt im Schnee hängen und dann reißt er den Ski in die Grätsche und da muss man sehr viel akrobatisch. So wie es Leonhard einlaufen. Stock zum Beispiel in Garmisch passiert ist. Ja, genauso und es war halt dort steiler und da am Flachen kann man das besser korrigieren. Sie hören die Schweizer Schlachtenbummler, die immer gerne nach Kitzbühel kommen mit ihren Kuhglocken. Vierte Zwischenzeit für Toni Bürgler. Und hier erreicht der Läufer die Höchstgeschwindigkeit. Ja, auf diese Stelle da. Eine Art Kompression, wo er zusammengedrückt wird. Ja, so ein Ski-Volksfest gibt es wirklich nur in Kitzbühel. 2:08:28. Bürgler ist unten gut gefahren und liegt an dritter Stelle. Reihung noch einmal. Weirater, Zigarloff, Bürgler, Veit, Klammer. Aber es stehen noch einige Spitzläufer, viele Spitzläufer am Start. Herbert Blank war Es schneit schon am Start, das kann natürlich schon einige Auswirkungen haben, speziell am Brückenschuss oben, da könnte das langsamer werden. Das wäre ein Nachteil für die hinteren Läufer, muss man gleich von vornherein sagen. Herbert Blank läuft ja seiner Hochform nach, er hat im Dezember lauter schwache Resultate gehabt. Ja, aber er ist ein exzellenter Techniker, hat diese schwierigen Passagen super erwischt da oben,
Auch die Einfahrt Steilhang fährt er gut. Hat allerdings noch nie in Kitzbühel gewonnen. ...39.05, nur knapp hinter der besten Zwischenzeit. Ja, er kommt am Hausberg aber auch ziemlich herunten, außer... Ist zu tief gefahren hier. Es hat ihn ein bisschen abgetragen, aber wenn Ski laufen lässt, macht das fast nichts aus. Es kostet ihn ein bisschen an Geschwindigkeit für den Stuss herunten dann. Aber er fährt sicher ein großartiges Rennen jetzt. Geht sich's aus? Ja. Ja! 2,579. 400stel Sekunden Vorsprung auf Harti Weirater. Das ist knapp. Das ist bitter, wenn man so knapp geschlagen wird, aber das Rennen ist ja noch lange nicht aus. Aber diese gute Leistung hatte sich schon im Training abgezeichnet. Blank hält die Trainingsbestzeit aus diesem Jahr. Peter, so, und jetzt geht er weiter. Sicher einer der größten Draufgänger. Vorgesprungen bei der Mausefalle. Das hat er gut erwischt. Auch diese Kurve. Vorspringen früh heißt früher abzuspringen. Um dann früher zu landen und früher in die Hocke gehen zu können. Das heißt, die Steilheit des Geländes auszunutzen. Steilheit einfach. Er hat schon Angriffslust drauf, das sieht man. Ja, er fährt natürlich mit letztem Einsatz, aber das muss man. So, um gewinnen zu können, muss man einfach alles riskieren. 38,56. 13 schneller. Wenn er das runterbringt, das könnte sich ausgehen. Er geht da in die Hocke, das könnte sich ausgehen, weil da holt er natürlich viel Tempo. Ein weiter Sprung, aber das macht nichts. Und jetzt muss er in die Hocke gehen, das könnte passen. 1, 2, 3, 4,74, jawohl! Bravo! Peter Wirtsberger führt. Ja, da hat er durch diese kurze Stückchen, die Hocke gehen am Hausberg, noch einiges an Tempo erwischt und hat viel Zeit gut machen können oder noch aufholen können. Ja, leicht wird diese Zeit nicht zu schlagen sein. Nein, das wird jetzt sehr schwierig. Ich habe schon an harte Seine geglaubt, dass die halten könnte, aber wenn das noch fast eine Sekunde schneller ist. Nächster Österreicher ist schon wieder am Start. Gerhard Pfaffenbichler. Sehr großer Läufer. Ja, aber er bewältigt seine Größe super und hat wirklich wenig Schwierigkeiten. Startet heute erstmals in der ersten Gruppe. Da hat es jetzt weit abgetragen, in der Steilhang Einfahrt und ist auch bei der Ausfahrt recht weit unten, das heißt, es kostet Zeit und Tempo. Auf dem langen Gleitstück, das wir nicht sehen, das heißt, er müsste ja in der Zwischenzeit 1,40,19, ist aber immerhin die fünftbeste Zwischenzeit. Oh! Auwe, aber es ist war gar nicht schlimm. Er ist am Innenski gekommen, hat in den Ski aufgeschlagen, aber und ist er dann so abgerutscht. Ich hoffe, er hat keine Verletzung. Genau abgespielt. Das war gleich nach der Hausbergkante in der Linkskurve, da ist eine kleine Mulde. Und da hat er sich eingelegt und dann ist schon geschehen gewesen. Man sieht, hoffe, wie viel Schnee hier liegt, der ist fast vergraben. So, hier noch einmal. Ja, deutlich eingelegt und hat vielleicht auch so einen Schlag gekriegt. Nein, aber der Ski geht erst beim Sturz auf, das ist natürlich optimal, wenn das so funktioniert. Beide sind schon weg. Das ist wichtig, damit nicht irgendwas passiert. Aber der Herr Pfaffenbichler ist talentiert genug, er hat noch lange Gelegenheit, große Eine zu fahren. Er steht schon wieder, Gott sei Dank. Ja, das ist halt die Enttäuschung, aber... Man muss froh sein, wenn nichts passiert. Und der nächste ist der Werner, ist schon gestartet, Werner Grissmann. Er wird natürlich auch versuchen, wieder das Letzte zu geben, um wieder ein Spitzenresultat erreichen zu können. Er war Elfter im letzten Rennen. Hat die Mausfalle super vorgesprungen, so wie immer. Das tut das er ja gerne, das kann er perfekt. Und fährt auch den Steilhang immer in eigener Linie. Er hasardiert da, schneidet ganz eng hinein, man sieht es eh. Und wechselt sehr früh auf den anderen Talski, kommt, hat ein bisschen Schwierigkeiten, aber hat trotzdem sehr hoch erwischt die Ausfahrt. 1,39,85. Ja, und jetzt hast du den Werner kämpfen, damit er diese Zwischenzeit ins Ziel bringt. Ich hoffe, es gelingt ihm. Ja, so oft hat er schon unten verloren noch. Jetzt muss er in die Hocke gehen, Werner streckt ihn nicht. Sehr gut.
Das war Kämpf. Ja, es ist so weit ins Ziel da. 2,723, immerhin Werner Grissmann ist Vierter. Wenn man auf diesem Zielhang Richtung Ziel schießt, dann glaubt man, man hat schon das Zielbandel vor Augen und dabei dauert es immer noch ein paar Sekunden und die werden einfach ewig. Es ist ein extrem langer Zielschuss, man sieht schon viele, viele Sekunden von oben das Ziel. Und jetzt kommt einer der Favoriten des Rennens, Steve Podborski. Also ich glaube, der könnte die Bestzeit gefährden von Peter Würzberger. Ja, es ist wieder eine, wenn man so will, typische Kanadierstrecke. Weit gesprungen. Aber das macht nichts, weil er hat es super beherrscht. Er fährt ausgezeichnet. Er geht zwischendrin sogar in die Hocke, das schafft nicht jeder Läufer, weil es ist einfach die Zeit so kurz, wenn man da... Und dadurch kommt er jetzt auch schneller hinaus in den flachen Brückenschuss. 1,37,70. Oh, das ist ja eine Ewigkeit vor den anderen. 1,37. Ja, das ist ein riesiger Vorsprung. Das müsste einen groben Schnitzer machen, dass ihm das noch genommen werden kann. Aber das wird er nicht tun da oben. Also dem Steve wird da sein dritter Weltcupsieg in dieser Saison kaum zu nehmen sein, so wie man das sieht. Oh, das ist eine riskante Prognose, aber wir werden sehen. 2,376. Ja, das ist ein Riesenvorsprung. Knapp an dem Streckenkorb heran. Ja, möglicherweise hat Uli Spies recht und wir sehen jetzt hier die Großaufnahme des Siegers. Noch ein Österreicher kommt in der ersten Gruppe und zwar gleich als nächster. Oh, es beginnt zu schneien. Was bedeutet das, Uli? Ja, das ist oben, die Sicht wird auf alle Fälle schlechter. Der Sepp ist jetzt unterwegs. Das ist für ihn sicher schon ein Nachteil. Und außerdem wird auf dem Flachteil, auf dem Brückenschuss nach der steilen Ausfahrt die Piste sicher langsamer. Der Sepp ist ja im Training gestürzt oben im Steilhang. Im heutigen Training? Im heutigen Training am Vormittag, aber er hat sicher Routine genug, um diesen Sturz wegzustecken und voll da auf Angriff zu fahren. Ja, er wisst die Passage auch sehr gut, ganz sicher. Und ohne Schwierigkeiten. Vor seinem WM-Sieg war Sepp Walcher ja hier schon Doppelsieger auf der Streif. 39,89, das könnte darauf schließen lassen, dass es in den Flachpassagen durch den Schnee wirklich schon langsamer wird. Das ist schwer unter Umständen möglich, ja. Ja, da ist der Sepp jetzt sehr weit oben rausgekommen. Weiß nicht, wenn er das ein bisschen weiter unten fahren würde, könnte er vielleicht mehr Tempo holen. Hier kommt der Schladminger herunter. Zwei, 7,29. 2,729 ist der sechste Rang und zwar 600stel hinter Werner Grissmann. Wie schaut es im Augenblick aus mit den Platzierungen der Österreicher? An zweiter Stelle Peter Würzberger, vierter Hatti Weirathner, fünfter Grissmann, sechster Walcher und zehnter Klammer. Peter Müller, der drittletzte Läufer der ersten Gruppe. Wenn man den Peter zuschaut und seine Hocke betrachtet, dann glauben Fachleute nicht, dass diese Hocke schnell sein kann, aber wir haben uns immer wieder eines Besseren belehren lassen müssen. Er fährt eine unorthodoxe Hocke, aber sie ist sehr schnell. Schauen wir uns die Hocke dann im Zielschuss an, jetzt der Steilhang. Ja, wie man sieht, wie die Ski klappern und schlagen, daran kann man vielleicht erkennen, wie hart und unruhig da die Piste ist und wie viele kleine Wellen der Läufer schlucken muss. Live-Einstieg 37,91, das wird eine knappe Entscheidung. Ja, er kommt jetzt da sehr hoch heraus. Ja, er fährt wirklich eine eigenartige Hockeystellung. Ja, er fährt aber eine gute Linie, hat wenig Schläge erwischt und man sieht, er sitzt ganz hinten unten. Und das ist das, was ich an dieser Hocke halt bemerke, aber trotzdem, sie ist sehr schnell. Geht sich nicht aus. 2,4,16, das ist der zweite Rang. Also daran sieht man erst, wie fantastisch Steve Podborski im unteren Teil gefahren ist. Boah, Reihung also. Erster Steve Podborski, zweiter Peter Müller, dritter Peter Würzberger, vierter Herbert Blank und fünfter Arti Weirathner.
Sehr guten Technikern wie Andy Wenzel liegt hier die Steife immer besonders, auch wenn sie keine Abfahrtsspezialisten sind. Ja, das ist ganz leicht zu erklären, weil es gibt im oberen Teil schwierige Kurven und da können die schon einen großen Zeitvorsprung herausholen. Und der lässt sich hier unten halt schon eher halten, als wenn man oben langsam ist, kann man hier unten schwer aufholen. Das heißt, er müsste hier im Steilhang besonders gut fahren? Eigentlich schon, ja, so wie ich ihn kenne. Ja, er fährt auch sehr gut. Andy Wenzel ist der einzige Rennläufer, der in allen Gruppen, in allen Disziplinen in der ersten Gruppe ist. Aber da hat er jetzt Rückstand. Das dürfte ja, das heißt also, dass er einen Flachteil, den wir nicht einsehen, verloren hat. Für Andy Wenzel geht es heute nicht um Kombinationspunkte, weil er ausgeschieden ist beim Slalom am letzten Dienstag in Oberstaufen. Andy Wenzel hat eindeutig im Gleitteil verloren. Steve Podborski. Im Vorjahr hat ja Steve Podborskis Landsmann Ken Reed hier gewonnen. Und hier ein weiterer Kanadier, Dave Irwin. Wenn ich Ihnen vielleicht kurz die Steilheit in der Mausefalle erklären kann, man sieht es am Fernsehen leider gar nicht, wie steil es da ist, aber wenn wir Rennläufer da besichtigen, dann können wir in dieser Mausefalle... Erstmal schwerer Sturz. Ja, es war genau in der Mausefalle, aber in er steht. Dave Irwin, der Sturzpilot, hat das ja inzwischen super gelernt. Ja, David Irwin ist in seinem Leben schon oft genug gestürzt, vielleicht sogar einmal zu viel. Nummer 16, viel mehr, und hier haben wir noch einmal den Sturz von Dave Irwin. Erinnern Sie sich an die schrecklichen Stürze von Irwin in Wengen? Das war unten an der Übergang ins Flache, hat sich mal den Innenski. Müller, Wirnsberger. Ist er gleich gelegen. Blank, Weirater, Griesmann. Mannschaftserfolg der Österreicher, das kann man jetzt schon auf jeden Fall sagen, egal wie dieses Rennen endet. Ja, um zurückzukommen auf die Mausfalle bei der Besichtigung, schießen die Läufer da gerade drüber, weil da stehen bleiben ist fast unmöglich. Man kann sie nicht einmal mit gut gefeilten Stahlkanten halten, ja. So steil ist da oben. Was würde das erst bedeuten für den Skitouristen, wenn er oben steht an der Mausefalle? Ja, der braucht einen Bergführer. Ja, so, hier haben wir jetzt die bisher Platzierten gesehen. Und jetzt kommen die vier Kombinierer, also jene Läufer, die darauf aus sind, Spitzenplatzierungen in der Kombination Weltcup. Nummer 17, Bojan Grigaj. Nummer 18, Hans N. 19, Ingemar Stenmark. Hans N. hat mir kurz am Start sehen, und das ist jetzt viel mehr. Viel mehr im Zielschuss. Viel mehr ist der erste Favorit auf den Sieg in der Kombination. Und eine gute Zeit, muss man sagen, für ihn. 2:06:69. Das heißt, dass viel mehr an sechster Stelle liegt, noch vor dem Spezialisten Werner Griesmann. Das ist beachtlich. Das ist eine tolle Leistung, ja. Natürlich haben die Amerikaner viel Mut, aber dass sie so gut fahren da herunter, das ist schon mehr als bemerkenswert. Die Amerikaner sind ja in ihren Leistungen völlig unberechenbar. Manchmal kommen sie, sind fast pfeif drauf, dann bringen sie wieder Spitzenleistungen. Sie nehmen es, glaube ich, nicht so tierisch ernst. Nein, sie werden das sicher ein bisschen lockerer nehmen, obwohl das in Kitzbühel ja eigentlich ins Auge gehen kann, aber beim Rennen ist das viel mehr sicher voll konzentriert. Bojan Grigaj. Oh, das war ein fürchterlicher Sturz, um Gottes Willen. Aber er steht. Nein, jetzt fällt er um. Das war auch nach der Hausbergkante, hat es ihn richtig ausgehebt und er schlägt in der Luft ein Radl. Ja, ja, es hebt ihn aus. Er kann den Druck nicht halten und es hebt ihn direkt aus. Am Gottes Willen. Ja, im Grunde sind solche Slalom-Spezialisten wie Bojan Grigaj zu bewundern, dass sie sich überhaupt an so schwere Strecken wagen.
Ja, es ist wirklich wahr. Und jetzt bitte Ingemar Stenmark. Ja, ich fahre da aufrecht am Startweg. Ich kann das verstehen, weil da oben muss man immer das Herz in die Hand nehmen, wenn man da startet. Kante. Ausball vorgesprungen, gut, erwischt. Er muss ja nur hinunterkommen, wie ist egal, dann macht er einen Spitzenplatz in der Kombination. Ja, da kommt jetzt die Passage, die er sicher ohne Schwierigkeiten nimmt, aber es ist schon der Hausbeikante. Das ist jetzt der Hansen. Und es liegt er wieder. Hans N. ist gestürzt, während oben Stenmark noch auf der Strecke ist. Ja, der Hans N. ist da bei dem Sprung in den steilen Zielhang Einfahrt gestürzt. Ja, die Sicht wird immer schlechter hier. Ja, es ist jetzt sehr problematisch. Ich hoffe, es fällt nicht allzu weit. Es schaut nicht sehr gut aus, aber zumindest ist er voll da. Jetzt hat man wieder das gleiche Problem wie beim Ken Reed in Garmisch, die Bindung zu öffnen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, er steht auf. Nicht ganz. Ja, freilich, da ist man ein bisschen benommen. Auwe. Ja, und der Ingemar auf der Hausbeikante. Gegenschwung. Macht es gut, weil es ist da wirklich jetzt sehr schwierig. Schon. Hat er einfach ein mir nix, dir nix einen Schwung eingelegt? Zwischenzeit 8 Sekunden hinten, aber viel weiter nicht mehr verlieren. Hat er aufrecht herunter. Ja, das bremst dir, wenn man aufrecht fährt. Und jetzt ist er in der Hocke. Zwei. 14, 48, 15, der langsamste natürlich. Und ich schlage vor, wir beobachten jetzt ganz in Ruhe, wie Ingemar Stenmark reagiert. Ein Bild mit absolutem Seltenheitswert, Ingemar Stenmark mit Sturzhelm. Er ist sicher froh, dass er gut herunten ist und seine Rechnung ist aufgegangen. Seine Rechnung ist richtig, die ist aufgegangen. Er macht auf jeden Fall einige Kombinationspunkte. Hans N. ist natürlich in der Kombination ausgefallen, aber darum geht's nicht. Wir hoffen lieber, dass es ihm gut geht. Wir erfahren gerade, dass der nächste Läufer ausgefallen ist, Walter Westi. Der Schweizer Haudegen und nach ihm kommt dann Helmut Höfler. Nein, oder? Ich habe gerade den Hans Jen am Streckenrand Richtung Ziel fahren gesehen, selber ohne Hilfe, also es geht ihm, glaube ich, relativ gut. Das ist eine gute Meldung. Wir warten auf Helmut Höfler. Ja, der bestplatzierte Österreicher am Vormittag im Zeitlauf. Leider kriegen wir vom Start nichts eingespielt, aber er ist schon. Ja, wir bekommen es deshalb nicht eingespielt, weil jetzt schon die Läufer in 60 Sekunden Abstand starten und wir sie live verfolgen vom Hausberg. 39,64. Könnte bedeuten, dass es langsamer geworden ist, jetzt oben dort, wo es etwas schneit. Sechster Platz, 2,6,10. Ja, wie viele Österreicher haben wir jetzt schon unter den ersten 10? Da ist dritter Hirzberger, fünfter Weirater, sechster Höflehner, achter Griesmann, neunter Walcher. Das ist der Hans N. Er hat da beim Absprung schon ein bisschen Rücklage gehabt und landet am rechten Ski, aber schon so verdreht, dass er gar nicht mehr stehen kann. Natürlich, dort ist weicher Schnee in der Piste, da hat es viel hineingeschneit, schwierig dieser Streckenabschnitt, das hat man schon am Vormittag gesehen. Ja, er ist ja ein Artist und stürzt wirklich mit Perfektion, muss man sagen, und auch deshalb vielleicht passiert ihm wenig. Ein Läufer, ein Sportler mit weniger Bewegungsgefühl, ich glaube, der wäre nicht so harmlos ausgestiegen wie Hans N. aus diesem brutalen Sturz. Das ist Karl Anderson, vor ihm der Schweizer Silvano Meli ist ausgefallen, also zwei Schweizer schon draußen, nämlich Westi und Meli. Karl hat da Schwierigkeiten gehabt, war extrem weit unten vor dem Zielhang. Die Zeit ist auch nicht sehr deutlich zu lesen. Nein, aber dafür
informieren wir Sie über die Zeit, die hier auf der elektronischen Leuchttafel läuft. 2, 8, 77, 16 daran. Ja, da kann man wieder sagen, einer der Amerikaner, die einmal ganz vorne sind und dann wieder einmal hinten. Völlig unberechenbar. Niemand kann sich erklären, warum, er selber wahrscheinlich am wenigsten. Konradin Kartummel ist eindeutig in aufsteigender Form. Ja, welche Zeit müsste er fahren, um unter die ersten 15 zu kommen? 2, 8, 58. Jawohl, das hat er geschafft. Er ist Elfter. 3.04. Konrad Patelski. Ja, der Konrad war ja schon jahrelang mit, jetzt wieder für England, aber er bringt immer wieder ansprechende Resultate, die ihn sogar an den Rand der Weltcup-Punkte bringen. Er wurde ja berühmt durch seinen schweren Sturz. Aber jetzt kommt er wieder. Fährt nicht aus der Piste, aus Stand am Innenski. Ja, da. Das hat jetzt böse ausgeschaut, in den Zaun hinein, aber... Er lacht etwas und die anderen lachen noch mehr. Das sind die ersten drei. Unten wird gefeiert und oben stürzen die Läufer schwer. Hier wird die Wiederholung vom Sturz von Konrad Patelski. Ja, er korrigiert die Richtung nochmal, steht. Und es schaut aus, als ob er das zu Ende fahren könnte, den Bogen, aber da kommt er auf den Innenski und muss sich niederlegen. Zum Glück, muss ich sagen, gibt es so viel Schnee, dadurch sind die Sturzräume gepolstert. Wladimir Makeyev. Ja, da im vorigen Jahr, dass er an dieser Stelle die Schulter ausgekegelt. Makeyev, er ist sogar mit dem Strunk stecken geblieben und kaum zu glauben. Steht ein bisschen quer. Ja, er kommt nicht mehr, 1,53, das heißt, er ist in einer Passage gestürzt, wo man im Grunde eigentlich auf der Streifen nicht stürzt. Ja, es kann schon passieren, natürlich die Schneise, die alte Schneise ist auch sehr schwierig zu fahren. Und man kann überall stürzen, aber die Kriterien sind Mausfalle, Steilhang und Hausberg. Ja, kennen Sie diesen Skirennläufer? Der da. Hans Krankl. Neben ihm der Anderl Molterer, rechts und links Karl Schranz. Hans Krankl hat seine neue Liebe für den Skilauf hier entdeckt. Der war sogar gestern an der Strecke oben. Nummer 27, der Franzose Philippe Pugnat. Die Zwischenzeit. Ja, ich glaube, jetzt eine 11. Zwischenzeit zu fahren. Ja, es ist sehr gut, weil die Piste hat sicher schon einige Löcher und Rippen, wo man nicht mehr auf der Ideallinie bleiben kann, beziehungsweise was einem aus der Hocke aufschlägt. Und ich kann mir vorstellen, dass hier besonders es gefährlich ist mit der Sicht. Ja, in dem untersten Teil. 2,788, 11. Weltcup-Punkte wahrscheinlich. Ja, die Franzosen sind am aufsteigenden Ast. Ist ja auch höchste Zeit, dass die Franzosen endlich wieder mal ein halbwegs ebenbürtiger Partner werden, nach diesen langen Jahren, wo sie einfach nicht vorhanden waren. Siegfried Kerschbaumer aus dem Grödnertal. Die Italiener sind leicht zu erkennen an ihren Anzügen mit dem karierten Oberteil. Fast verkantet. Ja, er hat ihn den Oberkörper verdreht beim Aufsprung, aber er hat es gerade noch korrigieren können. Jetzt kommt er, wir sind ein bisschen weiter herunten schon, es geht schon in den Zielschuss. Aber er hat da quergestellt. Er sieht wahrscheinlich überhaupt nichts da unten. In diesem Teil macht die Sicht einem schwer zu schaffen, weil man gar keine Wellen mehr sieht. Was macht man als Rennläufer dagegen? Möglichst locker fahren? Nein, man müsste eigentlich sich weit vorbeugen und die Druck auf die Skispitzen bringen, um die Ski zu beruhigen. Aber genau intuitiv macht man meistens das Gegenteil, geht zurück und dann klappern die Ski noch mehr herum. Ah, das ist dann der Grund. Inzwischen 11. Rang für Kerschbaumer. Es erfordert unheimliche Überwindung bei schlechter Sicht und bei diesem Tempo noch vorn zu bleiben. Und, viele Läufer haben Schwierigkeiten, eben weil sie zurückgehen. Sepp Wildgruber.
Aber schon unten, weit unten. Sepp Wildgruber, 2,81. Das ist der 20. Jahrgang. Und wenn Sie vielleicht gerade Uli Spieß gehört haben in einem Privatgespräch, mit ihm ist jetzt das Temperament durchgegangen, denn wir hatten hier bei uns und haben bei uns Peter Wirtsberger. Herzliche Gratulation, es war eine große Fahrt, es waren drei Läufer, da hat man mit freiem Auge gesehen, dass sie einfach spitze gefahren sind. Ich muss sagen, ich bin heute wirklich sehr gut gefahren. Um jetzt da die Zehntelsekunden in jeder Kurve suchen zu gehen, ich glaube, das hätte keinen Sinn. Aber ich bin mit meiner Fahrt im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Eben, man hat gesehen, dass Sie sehr aggressiv gefahren sind. Schauen Sie sich einmal mit uns an. Es sieht ja von außen noch gefährlicher aus jetzt. Naja, ich würde schon sagen, es war schon sehr gefährlich. Überhaupt herund. Hausbergkanten, Ausfahrt, im Ansatz vor der Kurve. Gerade zwar, jetzt, wo der Läufer vorbeigekommen ist hier. Sehr große Schläge und es waren sehr gefährlich dort. Das habt ihr ja schon am Vormittag im Trainingslauf bemerkt, dass dort relativ weicher Schnee ist und dass es sehr schwer ist, den Linkschwung anzusetzen. Ja, im Training war dort sehr viel Neuschnee, aber dann ist eben der untere Teil gebrochen und dann ist es noch gefährlicher geworden. Im Training war eigentlich der Zielschuss noch gefährlich. Herr Doug Bauerl ist ein Läufer, der jetzt voll riskieren wird, um seine gute Trainingszeit jetzt auch ins Ziel zu bringen. Von ihm kann man einen Spitzenplatz erwarten. Sicher, wenn er gut hinunterkommt, auf alle Fälle. Au! Ja, das war wieder ein Sturz. Mein Gott, will mir es denn überschlagen. Schau, was sagt der Peter Wirtsberger dazu? Nicht mehr so. Es hat sehr gut ausgeschaut fürs Auge, aber ich glaube, in den seiner Person möchten wir jetzt eigentlich nicht drinnen sein. Weil das tut nämlich weh auch ein bisschen tun. Es gibt aber interessanterweise in der Mausefalle relativ wenig Stürze. So, ja, nochmal das Ganze. Es passiert meistens in der Ausfahrt Mausefalle, wenn man ins Flache kommt und den Druck einfach nicht halten kann. Es wird dort jetzt wahrscheinlich schon die Piste sehr schlecht sein. Viele Schläge. Und den hat es jetzt ganz toll überschlagen. Peter Wirtsberger, noch zum Abschluss. War die heurige Streif besonders schwer zu fahren? Mein Eindruck von der Streife ist eigentlich, im oberen Teil war sie, im Steilhang war es eigentlich noch nie so leicht wie heuer. Hier und sonst im Großen und Ganzen auf dem Flachstück war es eigentlich weicher Schnee. Und der Zielhang war, weil eben der untere Teil gebrochen ist, ein bisschen gefährlich. Aber sagen wir so, es waren eben ganz andere Verhältnisse als sonst. Ja, eher schon, weil sonst haben wir eigentlich immer große Eisplatten und die haben heuer eigentlich gefehlt. Das ist McLeish, Robin McLeish. Und zum Abschluss noch, Peter, was können wir denn heute von Ihrem Bruder Jörg erwarten? Ich glaube überhaupt nichts. Es ist für ihn, glaube ich, nur eine Gaude und ist rein durch Zufall dazugekommen. Er wird schauen, dass er runterkommt. Er gehört ja keinem Kader an im Augenblick und kommt auch eher vom Riesentorlauf. Ja, er ist eigentlich ein Technikfahrer, der heuer probiert hat im Abfahrtslauf. Aber bis jetzt ist er nur zu keinen gescheiten Rennen gekommen. Na, hoffen wir, dass er sich nicht wehtut. Danke, noch einmal herzlichen Glückwunsch, Peter Wirtsberger. Gratulationskurve bei Hati Weirater, der ja jetzt beständig immer unter den Ersten ist. Hati, als Sie gefahren sind am Bildschirm, haben wir schon fast geglaubt, das könnte die Siegerzeit sein. Aber dann sind Läufer gekommen, die ebenso oder vielleicht noch ein bisschen aggressiver waren. Ja, ich habe viele kleine Fehler gemacht und das hat sich summiert in der Zeit. Und oh, das glaube ich war ausschlaggebend. Das war Guljev. Ja, und zum Glück ist da relativ viel Neuschnee rundherum in den Sturz. Ja, aber wenn der jetzt nicht gewesen wäre, der Neuschnee, dann hätte er das gestanden. Das muss man auch sagen, in diesem Fall. Ja, also das war wieder dann die negative Seite vom Neuschnee in diesem Fall. Ja, Hati, noch einmal zurück zu Ihrem Lauf. Ja, wie gesagt, ich habe viele kleine Fehler gemacht und so kann man natürlich nicht unter die ersten drei sein. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meinem Platz und hoffe, dass es in Zukunft besser geht. Vielleicht ein bisschen. Danke, Hati Weirater. Sie haben ja selbst gehört, meine Damen und Herren, dass die Rennläufer selbst, wenn sie das Rennen von außen sozusagen sehen, nämlich auf dem Bildschirm, ganz überrascht sind, wie schrecklich diese Stürze aussehen. Stürze, die sie normalerweise fast mit Leichtigkeit selber ertragen und durchstehen. Ja, ich stelle schon fest, dass das Zuschauen weitaus schwieriger ist, als das selber herunterfahren. Und der nächste Läufer ist, glaube ich, einer, auf den man sehr achten muss, der Italiener Giardini, der sich hier immer sehr wohl fühlt auf der Streife. Vier, fünf, Bombenzeit. 2:06:10, sechster Platz. Sechster Platz. Uli, was sagen Sie dazu? Sechster Platz für Giardini. Das ist sehr toll, aber der Giardini ist einer der guten Abfahrtsläufer und es ist ihm wieder einmal ein gutes Resultat gelungen. Letztes Jahr oder doch? Giulio Giardini ist ein Läufer, der ist oft jahrelang, monatelang weg und auf einmal macht er Spitzenzeiten. So, der nächste Besuch bei uns. Inzwischen haben wir Nummer 37, Tim Gilhuli.
Ich würde vorschlagen, dass Steve Podborski zusammen mit uns anschaut, wie sein Kollege Tim Gilhooly fährt. Ja, aber zu viel versprochen, Tim kommt nicht, er stürzt ja oft. Ja, er stürzt sehr oft. In der letzte Trainingslauf auch gestern, bei der zweite Trainingslauf. Er hat viel Problem mit der Buckel und er macht nicht die Kitzel. Ja. Er stürzt hier letztes Jahr und er hat die Strecke gebrochen. Nicht gern. Er hat sie gebrochen. Ja. So, nun, herzlicher Glückwunsch, das haben wir fast vergessen, an Steve Podborski. Jetzt gehört Ihnen auch Kitzbühel. Ja, das ist für mich sehr glücklich. Ich bin glücklich mit das. Und ich glaube, dass auch Ken Reed, der zu Hause im Krankenhaus liegt, sich freuen wird, wenn er fährt, dass Sie gewonnen haben. Das ist mein Wunsch für ihn. Für meinen Sieg hier ist mein Wunsch für Ken. Und er wünscht eine gute Besserung nach ihm. Er ist gesund. Oh, schwerer Sturz. Oh, Jean-Marc Muffat, Franzose, ist da wieder an derselben Stelle gestürzt. Die Piste ist sicherlich jetzt nicht mehr so gut, ist schon weicher. Ja, das schlechte ist, Licht kommt schnell, Nebel. Ja, die Sicht wird schon schlechter. Ist flach. So in der Kompression fahren, in der Ski auch. Ja. Zum Glück lösen sich die Ski, was ja wichtig ist jetzt bei diesem Sturz. Er ist okay, ja. Hoffen wir. Steve, wir haben den Eindruck gehabt, dass Sie mit unglaublichem Selbstvertrauen in diese Abfahrt gegangen sind. Sie haben ja schon zweimal vorher gewonnen. Very confident. Ja, ich bin, mein Form ist gut, das ist nichts mehr für mich fahren. Ich muss den Rängen auch gut gefahren und dann das ist alles für mich. Ja. Danke, Steve. Wenn schon kein Österreicher gewonnen hat, ich glaube, die kanadischen Abfahrer sind uns allen sehr sympathisch, und wenn schon kein Österreicher gewonnen hat, dann soll es Steve Podborski sein. Steilhang. Vuillet. Franzose Vuillet. Fahrt in die Garage. Immer mehr Ausfälle haben wir jetzt, je länger das Rennen dauert. Ja, der hat den Schwung in den Steilhang gar nicht mehr angesetzt und ist einfach in die Garage gefahren. Das heißt, geradeaus anstelle die Kurve zu fahren. Das nennen wir in der Fachsprache Garage. Und wie kam es eigentlich zu, wodurch kam es zu diesem Missgeschick? Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Man hat nicht gesehen, warum er nicht angesetzt hat. Vielleicht hat er nichts gesehen oder hat ihn verschlagen. Guy Bessé, der dritte Franzose hintereinander. Und dann, liebe Skisportfreunde, darf ich Sie schon zum Fernsehapparat zurückrufen, was im Augenblick irgendetwas anderes unternehmen, denn mit Nummer 43, also in wenigen Minuten, kommt Hubert Nachbauer aus Hohenems in Vorarlberg. Es sind interessanterweise nur 60 Läufer eingeschrieben, wahrscheinlich eines der kleinsten Starterfelder in Kitzbühel überhaupt. Ja, sind wir froh, dass er wenigstens durchgekommen ist, der Guy Bessé, und nachher kommt noch ein vierter Franzose, nämlich Rambaud, und über den hat Uli Spies einiges zu sagen. Ja, jetzt ist er gestartet, der Gérard Rambaud, und der imponiert mir deshalb besonders, weil er der zweite Läufer war, der nach mir in Gröden über die Kamelbuckel gesprungen ist. Er ist unheimlich athletisch, er ist ein Bulle, er ist stark und hat halt auch so viel Mut gehabt, um das zu richtig tun. Richtig, und wir erinnern uns auch an die Zwischenzeit von Rambaud in Gröden. Er war damals einer der Spitzenleute. Etwas Zeit verloren und das macht eben sehr weit gesprungen, der Rambaud. 5, 6, 2, 7, 83, 13. Platz. Das bedeutet, wer hat jetzt seinen 15. Platz verloren? Das war der Schweizer Katumen, ist jetzt 16. Alle Achtung, Rambaud ist ein sehr guter Techniker und natürlich so etwas bemerkt man auf der Streif ganz besonders. Bei uns in der Kabine ist Peter Müller. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Wir haben vor kurzem im Training gesprochen und Sie haben gesagt, da vielleicht klappt es endlich am Samstag, dass mir auch die Streif gehört.
Ja, mit solchen Fehlern, die ich im obersten Streckenabschnitt gemacht habe, Mausefalle, Rechtskurve, Einfahrt Steilhang und Ausfahrt Steilhang, das war alles andere als optimal. Aber mit solchen Fehlern kann man nicht mehr gewinnen, ich muss zufrieden sein. Das heißt, Sie meinen sogar, dass Ihre Zeit in Anbetracht der Fehler sogar gut war, Ihre Platzierung? Ja, ich bin überrascht über die Zeit, die ich oben gefahren bin. Es ist ein wilder Sturz vom Italiener Spardellotto. Es hat zuerst ausgeschaut, wenn er das meistern könnte. Oh, der dürfte sich verletzt haben. Aber er ist auf den, hat ihm die Beine auseinandergerissen, der ist schon auf den Bauch hinein, auf den Kopf. Der Sturzhelm hat er auch verloren, ich hoffe, dass das nicht allzu schlimm endet, dieser Sturz. Diese siebte unserer 10 Kameras zeigt ganz deutlich die Steilheit dieses Hangs. Ja, und da reißt ihm jetzt die Ski auseinander, der macht einen Bauchfleck. Sicherlich ist, und das wird uns wahrscheinlich auch Peter Müller bestätigen, die Sicht immer schlechter. Ja, die Sicht, das hatte schon, und wo das Rennen gestartet ist, hat es angefangen zu schneien und an dieser Stelle stürzte ich vor 2 Jahren und hatte da schon auch Probleme. Aber es ist wahnsinnig schwierig, weil durch den Temperaturanstieg ist die Strecke noch ein bisschen weicher geworden. Und das ist der Österreicher Hubert Nachbauer aus Hohenems in Vorarlberg. Und dadurch gibt es ziemlich viele Schläge. Ja, danke Peter Müller, der uns gerade erklärt hat, dass es viele Schläge gibt, die Sicht schlecht geworden ist. Nachbauer erreicht das Ziel mit 2:11:56. Das ist der 26. Rang. Nachbauer ist ja kein ständiges Mitglied der Abfahrtsmannschaft. Er war vor 2 Jahren schon dabei, er hat dann wieder einige Zeit im Europacup gefahren. Der Norweger Even Hole, und dann nach Hole kommt ein Läufer, der Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Trainingstagen, und zwar der Schweizer Franz Heinzer. Ein Senkrechtstarter aus der Schweiz, gewann 2 Europacup-Rennen im Berner Oberland, wurde gefragt, ob er gerne in Kitzbühel fahren würde, und er hat gesagt, ja gerne, und startet zum ersten Mal hier in einem Weltcuprennen. Ja, und an dem Heinzer können wir dann wirklich einmal abschätzen, was es heißt, zum ersten Mal auf der Streif sein, auch wenn einer in guter Form ist und Europacup-Rennen gewinnt. Bin gespannt, wie gut er sich auf der Streif schlagen kann. Richtig, es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Europacup-Rennen und einem Weltcup-Rennen. 2:10:79, der Norweger ist 26. So, und Achtung Uli, jetzt auf Franz Heinzer aus der Zentralschweiz. Er stammt aus demselben Ort wie Bürgler. Zweimal Dritter in den Zeitläufen mit hoher Startnummer. Es ist sehr unruhig da oben im obersten Teil. Es war ein weiter Sprung über die Mausfalle, extrem weit. Und ist unruhig unterwegs, aber ich kenne ihn nicht. Man müsste wissen, so wie er sonst fährt. So ist es schon im Beispiel. 1:39:20, das ist die 6. Zwischenzeit für Heinzer. Oh, schwer die Skiführung jetzt. Ja, der kämpft, was er kann, und hat auch unheimliche Schwierigkeiten, aber er meistert sie alle und ist wirklich tadellos unterwegs. Wieder eine Spitzenzeit. 2:06:13, Achter. Alle Achtung. Ja, das ist toll, das ist wirklich fantastisch. Also da kann wirklich die Schweiz stolz sein, dass sie so einen Läufer hat. Der kann einer der Großen im nächsten Jahr werden. Die Kuhglocken ertönen. Ist ja ganz interessant, dass gerade im Abfahrtsrennsport plötzlich Läufer rauskommen, von denen man gar nichts gehört hat, die sich überwinden können. Es ist wahrscheinlich leichter, in der Abfahrt an die Spitze zu kommen, als in einer anderen Disziplin. Hier haben wir jetzt das Ergebnis, das jetzt etwas über den Haufen geworfen wurde durch Franz Heinzer, der Achter ist. Erster Steve Podborski mit einem Vorsprung von 4 Zehntel auf Peter Müller. Dann Peter Wirnsberger, fast eine Sekunde zurück. 4. Planck, 5. Weirater, 6. Giardini, zeitgleich mit Höflehner. 8. Heinzer, 9. Vielmehr und 10. Werner Grissmann. Sepp Walcher ist 11. Und weiter zurückgefallen sind schon Grissmann habe ich gerade gesehen, er ist 10., nämlich Franz Klammer. Franz Klammer ist zurzeit 21., unmittelbar hinter Andi Wenzel, den wir hier als letzten eingeblendet haben. Franz Klammer 21. und Stenmark ist 29.
Rückstand genau 10 Sekunden. Interessanterweise, das ist genau fast auf die Zehntelsekunde der gleiche Rückstand, den er am Vormittag hatte beim Zeitlauf. Also im Grunde zum ersten Mal auf der Streif stand. Aber ich glaube, wenn man zum ersten Mal hier ein Rennen bestreitet als Slalomartist. So, da ist die Kombination. Sieger viel mehr, Hans N. ist dir leider ausgefallen. Zweiter Ingemar Stenmark, zweiter, das hat sich also gelohnt, sein Abenteuer. Ja, wenn man bedenkt, dass er 20 Weltcup mit dem 9. Platz spekuliert hat und jetzt Zweiter ist, dann ist das mehr als gut Dritter ausgegangen. Dritter Zigano, vierter Hole bis jetzt. Das ist natürlich nur das provisorische Klassement der Kombination, weil es ja noch einige Läufer gibt. 11 Läufer übrigens kämpfen heute nur um Kombinationspunkte. Hier haben wir Peter Wirnsberger. Man muss natürlich auch bedenken, dass einige Kombinierer gestürzt sind. Ja, und die zwei haben leicht lachen. Wenn sie ein gutes Ergebnis haben, ist im Ziel natürlich doppelt schön. Ich kann mich erinnern, als es, da gab es Zeit, dass Peter Wirnsberger sich über einen zweiten oder dritten Platz nicht freute, aber ich glaube, er hat jetzt die richtige Einstellung dazu gefunden. Ein dritter Platz hier ist sicherlich ein Spitzenresultat. Jörg Wirnsberger, der jüngere Bruder von Peter Wirnsberger, kommt mit Start Nummer 56. Man hat ja hier behauptet in Kitzbühel, er wäre sozusagen nur als Retourkutschen für Stenmarks Start genannt worden, denn es war umstritten, ob Stenmark, der nicht genannt war für die Abfahrt, ob er noch so spät genannt werden durfte. Und da haben die Österreicher gesagt, gut, wenn uns der Resch ausgefallen ist, dann nennen wir auch den Jörg Wirnsberger. Er war immerhin Vorläufer jedes Mal im Training und hat dadurch genügend Praxis und es wurde auch dann stillschweigend oder sogar offiziell akzeptiert, dass Jörg Wirnsberger starten durfte. Morgen geht es weiter hier in Kitzbühel mit dem Slalom am berühmten Ganslandhang. Man hatte ursprünglich gedacht, heute den Slalom durchzuziehen. Das Fernsehen hätte in jedem Fall übertragen. Es wäre zwar schwierig gewesen umzubauen, aber es hätte geklappt. Man hatte sogar gestern am Abend schon alle Kameras zum Slalomhang gebracht und als die Jury heute in der Früh umdisponierte, sind die Kameras wieder zurückgebracht worden. Und speziell diese neue Kamera hier zeigt ganz deutlich die Steilheit des Zielhanges. Jetzt ist die Strecke wird wieder abgerutscht. Kurze Unterbrechung haben wir jetzt und da werden sicher die Organisatoren versuchen, noch einmal die Piste zu glätten, die kleinen Schläge zuzurutschen, damit die hinteren Läufer nicht ganz so unangenehme Verhältnisse vorfinden. Und das Bundesheer hat ja seit 2. Jänner schon probiert, da eine optimale Piste herzustellen. Es ist allerdings durch den vielen Schnee heuer besonders schwierig gewesen, die Piste in einwandfreien Zustand zu bringen. Ja, und als Laie sollte man ja meinen, dass es leicht ist, mit viel Schnee eine Piste gut zu präparieren. Ja, aber da braucht es dann unheimlich viel Wasser. Der Schnee bindet nicht so gut und das, unten drin ist das dann hohl und dann gibt es einfach mehr Löcher ab. Aber die Soldaten haben sicher brav gearbeitet und haben ihr Letztes gegeben. Das Rennen geht weiter mit Peter Renaud aus Deutschland. Ja, es fehlt einem etwas bei dieser Übertragung und wenn man genau schaut, kommt man auch drauf, der berühmte Sprung an der Hausbergkante. Ja, das haben wir schon am Anfang festgestellt und durch die Schneelage ist er einfach weg. Man springt an der Hausbergkante nicht und das nimmt schon einiges an Attraktivität dieser Strecke ja, weg. Ja, fast hätte er noch Weltcup-Punkte gemacht, der Peter Renaud. Er ist 17. Viele bedauern es ja, dass es nicht mehr die gute alte Hahnenkamm-Kombination gibt. Also das gibt sie schon, aber sie ist nicht mehr so viel wert wie früher. Die Weltcup-Kombination, die heute entschieden wurde, wurde errechnet aus dem Slalom von Oberstaufen und aus der heutigen Abfahrt. In Zuckerlrosa fährt der Japaner Hiroaki Otaka. Die Japaner haben heuer eine größere Mannschaft, auch eine Abfahrtsmannschaft hier in Europa. Ja, er hat da ein bisschen zaubert, aber er schafft die, bewältigt die Streif und es gelingt ihm da ohne Sturz ins Ziel zu kommen. Weit hat er ja jetzt nicht mehr. Aber er ist sogar weit hinter Ingemar Stenmark. Natürlich, sogar weit hinter Stenmark. Das sagt schon einiges.
Interessanterweise fährt der Tschechoslowake Zeman mit einem italienischen Abfahrtsanzug. Ja, er wird halt versuchen, das bestmögliche Material zu bekommen. Und er war jetzt hier und da weit hinten. Da wird er glauben, es liegt am Anzug. Und so hat er sich halt einen schnellen ergattert. So stelle ich mir das vor. Zehnmal ist ja auch Kombinierer. Ja, mir verschlagt es da immer den Atem, wenn ich diese Schwierigkeiten sehe und zuschauen. Aber die sind ganz gut auf die Füße und schaffen das, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass wir nicht noch mehr Stürze sehen müssen. Wie viele Läufer haben wir am Start? Es sind 60. Der letzte ist ein Ungar, Nummer 60. Wir bleiben mit unserer Live-Übertragung aus Kitzbühel bis zum letzten Läufer auf Sendung. Der Japaner Chiba legt hier den Schwung ein. Er hat da bei der Einfahrt auf die Mausfalle ganz weit ausgeholt, sogar oberhalb der Begrenzungsasteln, die da gesteckt sind, um vielleicht besser auf die Mausfalle hinzukommen. Hier sieht man ganz deutlich, dass Reisig gestreut ist. Das ist dazu da nicht, um zu bremsen, wie man vielleicht irrtümlicherweise annehmen könnte, sondern damit man die Linienführung besser findet und damit man besser die Differenz sieht, das heißt, dass man besser die Buckeln sieht. Ja, die Tiefenschärfe. So. So, jetzt hat er sich wieder in der Gewalt. Ja, der hat auch wieder gezaubert. Wir erleben ein sehr sturzreiches Rennen, mag viele Gründe haben, sicherlich den weichen Schnee, sicherlich die Sicht. Ja. Möglicherweise auch, dass es nicht so viele Trainingstage gegeben hat, wie sonst, bedingt durch das Schlechtwetter. Steve Mayer, ebenfalls Kombinierer. Der könnte dem Stenmark noch den zweiten Platz in der Kombination strittig machen. Ja, der Steve Mayer ist... Mayer war Dritter im Slalom von Oberstaufen. Steve Mayer ist sicher ein besserer Abfahrer als der Ingemar. Aber auch er hat schon einen enormen Rückstand. Wie ist die Zeit von Ingemar Stenmark? 2:14:48. Aber das schafft er. Diese Zeit schafft der Steve Mayer. Elf, zwölf, 2:11:59, dadurch müsste er eigentlich Stenmark in der Kombination überholen. Sergei Chadev, ein neuer Mann aus der Sowjetunion oder einer, den wir noch nicht so gut kennen. Es ist erstaunlich, dass die Russen in kürzester Zeit in vielen Disziplinen so viele Spitzenleute gebracht haben. Ja, genau. Jetzt hat sie bei der Einfahrt auf die Mausfalle die Bindung aufgeschlagen und dann ist er gestürzt über die Mausfalle runtergerutscht. Es ist ihm nichts passiert. Aber diese Gefahr ist natürlich immer gegeben bei den Buckeln. Sie sehen, wie weit er da runtergerutscht ist. Oben am steilen Stück der Mausfalle kann er sich nicht halten. Es ist übrigens die Stelle, was mir vor 2 Jahren bei der WM-Qualifikation für Garmisch auch die Bindung aufgeschlagen hat. Genau an dieser Stelle. Das heißt, Sie können genau nachfühlen, was es für einen Läufer bedeutet, wenn er plötzlich ohne eigenes Verschulden mit einem Ski dasteht oder liegt. Ja, tatsächlich, Steve Mayer hat Stenmark überholt. Doppelsieger, die Mayer-Zwillinge in der Kombination. Vielmehr erster, Steve Mayer zweiter, Stenmark dritter. Und Zehmer, den wir gerade gesehen haben, wie er sich da hinuntergeplagt hat an vierter Stelle. Es lohnt sich für die Slalomfahrer, besonders wenn so wenig Läufer die Kombination wahrnehmen, auch in der Abfahrt zu starten. Der Japaner Takashi Saiki. Ja, vor diesen Läufern habe ich einen besonderen Respekt, weil die beweisen Mut, weil ich bin sicher, die haben Angst und diese Angst zu überwinden, das erfordert wirklich Schneid. Weil sie haben ja normalerweise nicht das Gefühl für dieses Tempo, weil es im Slalom ja nicht so schnell dahin geht. Wir haben schon einige Male in Kitzbühel erlebt, dass der Wetterumschwung auch das Resultat beeinflusst hat. Beispielsweise damals, als Töni mit einigen Hundertstel im Jahr 75 Zweiter wurde in der Klammer. Damals allerdings hat die Sonne plötzlich bestimmte Passagen bestrahlt. Das ist heute nicht der Fall. 2:14:11. Das ist um 3 Zehntel nur schneller als Ingemar Stenmark. Wer ist noch ausgefallen?
Klaus Gattermann. Die Deutschen sind an ihren, an ihren modischen Rennanzügen zu erkennen. Ja, Uli, wieso gibt es jetzt so viele Stürze jetzt im oberen Schnitt? Ja, das war wieder dieser Teil kurz nach der Hausbeikante, da ist eine Kompression, eine Senke. Da fängt es dann die Läufer, sie können den Druck, der Körper erzeugt ja dann mehr Druck in der, durch die Fliehkraft, nicht mehr halten und dann speckt es hinaus und helfen direkt Druck, aus. Und diesen Druck kann ein normaler Skitourist sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, da er sich ja nie in ähnliche Grenzbereiche wagt. Ja, das ist auch vernünftiger, weil das würde wahrscheinlich schlimm enden. Nur ein voll durchtrainierter Skiläufer kann diese